Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Minecraft, FeeCeeBeeCee Infinity Evolved, Expert Mode, Skyblock. Ja. Ich weiß, lange Name, ich werde es auch nicht mehr so oft erwähnen. Ja. Heute ist ein kleiner besonderer Tag für mich. Warum? Naja, heute ist bei League of Legends Fangen die Worlds an. Ich ziehe auch gerade das Game H2K gegen ITZ. Oder mit anderen Worten, halt die Fresse, interessiert eh keinen. Du bist der Einzige, der LOL spielt. Ja, okay. So, ich habe hier noch ein bisschen gearbeitet, habe generell mal die Erde so ein bisschen durchschaufeln lassen und naja, habe dann mal hier schon mal so ein bisschen angefangen, weil das hat sich hier angestaut und ich wette, ja, es staut sich weiter an. So, während ich jetzt hier mal ganz kurz so ein bisschen was einräume, würde ich sagen, ich habe mal so ein bisschen gegoggelt, ne, hier Goggle kennst du, das ist der, das Geräusch hat, ja, ich höre schon auf. Ich weiß, die sind Grotten schlecht und werden die besser. Nee, ich habe da mal so ein bisschen Danke. So ein bisschen mich informiert und komplett vergessen, man kann ja Quarz auch über Soulsand bekommen. Habe ich jetzt mal kurz gemacht. Ich habe dann hier zwei Comparator fertig. Und ich würde sagen, dann machen wir doch schon mal sofort einen Drawer Controller. Wieso machen wir einen Drawer Controller? Naja, es wird dann sofort alles einsortiert. So, wir brauchen jetzt erst einmal noch ein bisschen Wut, ne? Habe ich ja eine Menge. Wie viel bekommen wir hier raus? 17. Das sollte reichen für ein, jawohl. Na. Dann so einmal bitte, jawohl, ja. Was brauchen wir noch? Wir brauchen die beiden, wir brauchen Cleanstone und wir brauchen einen Diamanto-Chipsatz. Den haben wir natürlich auch, so vorbereitet wie ich bin. So. Wo ist... Ach, das ist Cobblestone. Ja gut, da war ich ein bisschen übervorbereitet. So, wo ist jetzt das Problem? Muss halt ein 2x2 Drawer sein. Das muss ernsthaft ein 2x2 Drawer sein. Und die können wir nicht upgraden, oder? Nee. Ja gut, dann nehme ich einmal hier so Rubberwood und schmeiß das in die Saumel. Ne, in die alte Saumel. Gerade wo ich anfangen will, mit ich bin vorbereitet. Ne. Ja. Du kriegst Nachstritt, du bist nämlich gar nichts. Ja. Boah, Alter. Ich weiß gar nicht, was das Geräusch macht. So, wir brauchen 4 Trüchen. Nein. 3 haben wir, die nehmen wir schon mal mit. Und jetzt sollte es das gewesen sein. So. Die letzte Truhe. So und so, zack, zack, gib ihm. Drawer Controller. Den schließen wir jetzt mal ganz schnell hier an. Oh, das ist jetzt doof. Den muss ich dann hier hinsetzen. Und dann wollte ich als nächstes weitere Compacting Drawer machen. Oder ich mache erstmal hier so ein bisschen plattformmäßig etwas. Platziere da eine Fackel. So, das würde ich jetzt nicht kaputt machen. Compacting Drawer. So, da brauchen wir Cleanstone und Pistons. Pistone, okay. Das Redstone können wir jetzt mal ganz kurz abfarmen. Habe ich hier mal ein komplett fertiges Zelt gemacht mit 10, 10, 10 Seeds und wir kriegen jedes Mal pro Abernten einfach mal schnell anderthalb Stacks Redstone. Boah, jetzt hält euch mal nochmal den Imaginary Time Block vor. Boah, das wäre göttlich. So, Wood habe ich noch was bei mir, kann ich aber noch was holen. Da sollte jetzt ja hier schon mal wieder was drin sein, jawohl. So, ich brauche noch Eisen. Nehme ich einfach mal gerade ein Stack mit. Cobblestone kann ich mir ja hier holen. So, Compacting Drawer. 1, 2, 3, 4. Machen wir mal 10. Und dann so. Da geht noch einer. Sehr schön.
Na? So, die schließen wir jetzt auch an. Wieso bin ich hier eigentlich die Compacting Drawer am Anschließen? Naja, wir bekommen ziemlich viele Barren rein. Da will ich aber keine Verbindung. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt mal hier das Gold. Silber kommt hier rein. LED kommt da noch rein. Ferris. Und wir brauchen eindeutig noch mehr. Für Yellorium, Aluminium. Boah, wir brauchen so viel Platz hier. Ich würde sogar sagen, das hier. Wie sieht das aus? Ja, komm. Das versetzen wir jetzt einfach mal nach hier. Und ich weiß, das wird jetzt auch bleiben. Barrel. So, dann kann ich hier das Dirt wieder rein. Hopper. Und. Okay. Habe ich mir irgendwie schon gedacht. Dann noch einmal mit Anlauf und zack. So. Dann würde ich sagen, mach mal hier irgendwie noch so was Platz, da das hier reingeht. So. Den Kobbel werfen wir mal weg. Dann brauche ich Oak. Nee, 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 nicht Oak. Wir brauchen Jungle Drawer. Und zwar die hier. Mach ich nochmal 4 Stück von. Wo ist er da? Ja, jo, ne? Gönn dir. Dop. Dop, dop. Und, na, Akrobatikkünste FTW. Scheiße. Und dann. Was können wir noch reintun? Skystone, das kommt auf jeden Fall hier rein. Also generell alles wird da drin landen, ne? Sulfur Dust. Hier, Crushed Uranium. Boah, Alter, wir brauchen so viel Platz, das ist unglaublich. Flint würde ich sogar. Ich bin mir nicht sicher. Also generell schauen wir jetzt mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 19, 11, 12, 13. 13 Drawer bräuchten wir noch. Das ist viel. Generell die Exotic Seeds würde ich jetzt sogar sagen. Die könnten jetzt eigentlich auch mal gelöscht werden. Was brauchen wir noch nicht? Cocoa Beans, wie viele haben wir? 313. Ja, komm. Ganz ehrlich. Wir haben genug. Skystone, da würde ich sogar mal weiterlaufen lassen. Ancient Spores. Ja, gut. Nehme ich die mit raus. Weil eigentlich so viel brauchen wir nicht. Wir müssen nur einmal Mycelium machen und dann haben wir's. Und ich muss mir was mampfen. Beziehungsweise was züffeln. Alter, ich schaue mal 2 Sekunden nicht hin. Auf einmal steht es von 0-0, steht es 4-1. GG. So, jetzt kleiner Trick. Hier sieht man, ich habe mehrere Sachen noch drin. Rechtsklick auf den Drawer Controller. Alles, was einsortiert werden kann, wird einsortiert. So. Generell will ich die Truhe aber nicht abbauen. Ja gut, ich nehme da nochmal was mit. Dann mache ich nochmal Drawer, weitere Compacting Drawer. Können wir einen machen? Nein. Holen wir noch ein bisschen Jungle Wood.
Generell Speicher ist so ein Problem, finde ich, bei FeeZ bis Infinity Evolved. Weil, naja. Generell, bis man beim ME-System ist, dauert das so eine Zeit lang. Wo ist denn jetzt das Problem? Du hast doch alles. Piston. Ich sehe das Problem. So, jetzt aber. Ein können wir machen. Und Pisten mache ich nochmal 6. So. Nochmal 4 Compacting Drawer. Hüpfen wir mal hier rauf. Fliegen ist eigentlich auch so eine Sache, das, was wir mal angehen müssten. Ist aber nicht so etwas, was wir mal schnell machen können. Das ist das Problem. Glowstone. Lapis. Nein. Gibt keine. Okay. Okay, sehe ich da mal ein. Und Shiny Ingots. So, jetzt bräuchte man eigentlich an Barren nur noch für Jellurium. Okay, was haben wir noch nicht einsortiert? Eins, zwei. Okay. Ich will mal ganz. Ich mach mal ganz kurz so, damit ich hier das Zeug, was einsortiert werden kann, einmal einsortiere und ich dann das neue Zeug einmal besser rüberbringen kann. Wenn man mich gerade versteht, und ich glaube, das tut man mal wieder so wie öfters gar nicht. So, zack, zack. Ja, komm. Den Flint schmeiße ich jetzt mal weg. Was ich damit meinte, war. Oh, ja. So. Kommt jetzt hier Zeugs rein. Oh Scheiße, das wird gerade alles gelöscht. Okay, Exotic Seed. Was war das noch? Cocoa? Also Kakao, ne? Nein. Okay, da muss hier doch noch ein Filter ran. Und zwar für zack. Dub, dub. Das nicht. Dub. Stop. Whitelist 1, 2, 3, 4, 5. So, nur das Zeug kommt hier rein. Habe ich jetzt eigentlich auch Emeralds? Habe ich nicht. Stop. Das Zeug nehmen wir mal raus. Ja, sehr schön. Und die Kaktus-Seeds kommen hier noch rein. So, jetzt sollten wir das wieder haben. Da kommt das eine Broken Lead Ore, können wir auch da reinknüppeln. Ferris müsste. Was kommt da gerade an? Appetite? Jawohl, es funktioniert. Bin ich mal gespannt, wie das hier morgen aussieht.
Alter, 15 Minuten? Hier bin ich aber vor allem mal gespannt. Ja. Ich hatte eigentlich noch vorgehabt, weiterzumachen mit dem Reaktor. Ja, mach mal richtig Nuklearreaktor. Weil eigentlich hatte ich jetzt vorgehabt, ich wollte jetzt nochmal Oskin da nochmal Obsidian-Updates reinmachen, weil wir ja relativ wenig Emeralds in Anführungszeichen haben. Aber ja. Okay, wir brauchen die LED-Plates. Da brauchen wir 4 Reinforced und wir brauchen dann die Reactor Chambers, die wir mal schnell machen können. So, das haben wir und hier haben jetzt nur noch die Basic Capacitor gefehlt. Da brauche ich einmal Sand und 5 Lapis. Wo haben wir es da? Und 2 Redstone. Die Redstone-Chipsets sollten wir eigentlich noch haben. Ne, hier. Thermionic Fabricator. Dup, dup. Dup, dup. So. Da brauchen wir 2 Stück von. Wer bekommt da raus? Also 4 Stück hiervon. Dann kann man, habe ich hier noch Signalung drin, ne? Genau. Transfer Not Liquids. So, wie sieht das jetzt hier aus? Hier. Der ist jetzt gleich fertig. Und sehr schön. Lapis Electron Tubes. Okay, wie sieht das jetzt aus? Lapis, Redstone Chipsets, also 2 Lapis. Zack und zack. Und Signalum Nuggets. 2 Basic Capacitor und ein Advanced Circuit. Und wir haben ihn. Wir haben. Oh. Die Dense LED Plates fehlen noch. Jetzt haben wir ihn fertig. Wir haben einen Nuklearreaktor. Sehr schön. Wieso wollte ich einen Nuklearreaktor haben? Weil, habe ich vielleicht mal erklärt, ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Wir brauchen ja für einen Nuklearreaktor, brauchen wir ja Fuelrods. Also die hier. Fuelrod Uranium. Die kriegen wir mit Uranium Nuklearfuel. Das ist Uranium-238 und Tiny Pile of Uranium-235. Und da kriegen wir alles von Uranium-Ohr her. So. Das Zeug, wenn so eine Fuel Rod fertig abgelaufen ist, kriegen wir eine Fuel Rod Depleted Uranium. Und mit der können wir in der Zentrifuge, in der Thermal Centrifuge, kriegen wir das Uranium-238 wieder, ein Iron Dust und ein Tiny Pile of Plutonium. Und auf den haben wir es abgesehen. Weil daraus können wir ein Plutonium ganz machen. Also, und daraus können wir entweder Mox Nuklear Fuel machen. Oder Pellets of RTG Fuel. So, Mox Nuclear Fuel und Pellets of RTG Fuel werden gebraucht für Iridium Ore. Und Pellets of RTG Fuel werden auch noch gebraucht fürs Extreme Crafting. Da können wir eigentlich mal so ein bisschen was vorbereiten, sag ich mal. So was ganz kleines bisschen. Also generell hier die Pellets of RTG Fuel können wir mal irgendwann mal machen und die Lumium Blöcke irgendwann mal. Wobei ich aber das doch ganz, ganz weit hinten anschieben würde. Generell geht es mir jetzt erstmal auch eher darum mit dem Nuklearreaktor. Ihr seht hier Power Output 1 bis 8196 U pro Tick maximal. Und da wollte ich mal schauen, wollte ich jetzt mal hier so noch was dran klatschen. Das war Diamond Dust. Hier irgendwie so noch was dran klatschen, noch irgendwie so ein Reaktorgebäude. Das wollte ich aber jetzt auch wirklich alles mal offscreen machen. Warum will ich jetzt offscreen anfangen? Ganz einfach. Offiziell läuft bei mir immer noch zu diesem Zeitpunkt Worldly Galaxy Resurrection. Und das würde ich jetzt langsam mal ausklingen lassen. Und währenddessen würde ich sagen, kann man hier ganz gemütlich schon mal Ressourcen farmen. Da wollte ich generell mal hier so ein bisschen
Verhübschungsarbeit machen und so weiter. Vielleicht mal eine schönere Mobfarm. Mal schauen. Also jetzt könnte ich mal so ein bisschen Zeit lassen, sage ich mal. Gut. Dann würde ich sagen, ich freue mich, dass ihr heute dabei wart. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal wird das hier bestimmt auch schon ordentlich anders aussehen. Vielleicht nehme ich jetzt noch eine Runde ein neues Projekt auf. Also, ich habe das neue Projekt schon angefangen, aber ja, vielleicht dann ein bisschen weiter. Ich würde auf jeden Fall jetzt erstmal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal hier in einer neuen Welt. Bis dahin, tschüss.